wir das machen. Jetzt werde ich die beiden wieder zum Truckstop bringen. Ja. Und dann werden sie ihren Weg fortführen zur Insel. Erstmal nach Ontario. Ja, nach Ontario. Naja, das kennt er ja. Und dann... Oh, ist das warm geworden, wa? Ja, schön. Sommer. Alter Schwede. So, ich nehme euch mal die Tassen ab. Ja, ich komme jetzt. Okay. Dankeschön. Okay. Dankeschön. So. Bis später. Jetzt filmen wir uns hier gegenseitig. Ich halte euch. Ich lasse jetzt die Latschen an. Ich heirate gerne. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir uns mit der lieben Gabi treffen. Da ist unsere liebe Gabi. Hi. Die fährt uns jetzt wieder zu unserem Trailer. Wollt ihr den sehen noch? Was? Wollt ihr den sehen? Ja, das ist unser Extra-Power. So. Du wieder da hinten? Eine Filmerei hier. Ja, wir filmen uns gegenseitig. Ja. So. Ja. Also. Oh. Es war sehr schön. Können wir mal hier die Klimaanlage anmachen, bitte? Ja. Meine Güte. Alles automatisch runter, ne? Na, das Beste hast du noch nicht gesehen. Mach mal deine Leute da aus und ich mach meine Leute aus und dann zeige ich dir das Beste überhaupt. Okay? Ja. Okay, also bis später. So, weg sind sie schon wieder. War ein kurzes Vergnügen. 1,5 Stunden? Oder 2? So, jetzt habe ich sie wieder zurückgebracht auf den Truckstop. Ach ja, Kinder, es ist wirklich richtig warm geworden hier. 28 Grad. Mama mia. So, bis demnächst. Hallo Leute. Ja, wir räumen den Trailer schon wieder zusammen. Und das alles für einen Tag. Weil jetzt der Reifenplatzer hat uns doch die Seite unten kaputt gemacht. Und geht morgen, geht er in Shop. Ja, nun muss ich natürlich hier alles wegräumen und wieder einräumen und alles hinstellen. Und ja, ihr wisst das ja, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Am Papiere sortieren von 1908, Quatsch, von, war auch gut. 2008, als wir hergekommen sind, sind hier noch Papiere. Und das sortieren wir jetzt aus. Und der Franki ist da. Aber schon in den 3 Tagen. Aber ich habe ihn nicht gefilmt, weil er krank war. Ja, er räumt hier auch auf. Haben wir eine neue Batterie gekauft, weil der Ford immer nicht angesprungen ist. So. Haha. Guckt mal, Leute. Ist er wieder halbwegs gesund? Und fummelt da die Batterie rein. Was denn? Was wolltest du sagen? Das habe ich dir angesehen, dass du irgendwas sagen wolltest. Ja, jetzt fummelt er hier an der neuen Batterie rum. Wieder anschließen alles und fertig machen. Und naja, ich darf dann drinnen wieder alles einstellen. Ist wieder alles raus jetzt. Aber was sein muss, das muss sein. Ja, jetzt müssen wir ja den Platz hier komplett leer machen, weil wir kriegen hier neue Steine auf dem ganzen Platz, allerdings in Schwarz. Wir machen uns hier komplett alles neu und einen zweiten Parkplatz hier auch mit Steine. Und hier kommen alles neue Steine hin. Und hier drunter, wie ihr sehen könnt, hier sind ja so ein paar Dellen. Hier. Hier. Ja. Da sind die Wurzeln hochgekommen. Und da macht er mir morgen auch die Steine hoch. Und
schneidet die Wurzeln ab, dass die Steine wieder alle gerade kommen. Ja, mir wird auch ein bisschen was getan. Wie ihr seht, hat der Herbst hier voll angefangen. Gestern hatten wir noch 31 Grad, Nachmittag 36 Grad. Ja. Da stehen die Fahrräder und die Leiter und Fahrradhalter fürs Auto. Aber hier müssen wir ja alles wegräumen, damit wir hier morgen früh den Trailer rauskriegen. Ja, noch ist er nicht heile. Morgen wird er repariert. Hier, ihr seht schon, was da hoch steht und so. Die ganze Seite unten kommt alles neu. Plastik, alles kommt neu. Ja, so ist das. Er macht jetzt erst die Batterie und dann geht's weiter. Oh, jetzt hast du einen Riss drin. Sexy, hä? Oh, jetzt hat er, guckt mal hier, der hat einen Riss hier drin. Was soll sein, da geben andere Leute viel Geld für uns. Für den Riss? Ja, für die Hosen, das stimmt. Ja. Ja, ja. Da warten wir noch, die tragen wir noch 2-3 Wochen und dann ab zu eBay. Und dann musst du noch reinschreiben, was reingepuppt. Das finden sie geil. Ja. Ja, das ist ja sowas, ja. Kaufen. Na, die kaufen ja auch Socken, getragene Socken und sowas. Oh ja, wer es braucht. Ah, so. Köstlich. Und jetzt sollten wir das vielleicht. Was? Ich möchte hier runterdrücken. Und das schon. Oh ja. Mensch, auf das war doch nur ein Blatt. Ja, das sagen alle. Ja, oh, der hat immer einen Schiss. Oh. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Antikorruptionsspray. Ja, Korruption, ja. Ein Spinner. Korruptionsspray. Ah, ja, der war gut. So, da siehst du, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder ein Jahr Ruhe. So, jetzt wollen wir noch mal anschließen. Ein Jahr. Das gleiche Spiel hatten wir letztes Jahr auch. Ja, aber Gabi immer komische Sachen mit dem Auto macht. Ich mach komische Sachen mit dem Auto. Du machst komische Sachen mit dem Auto, beschleunigst und so eine Sachen. Ja. Und bremst nie. Das kennt der nicht. Der bremst gerne mal. Das kostet Geld. Bremsen kostet Geld. Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Wenn ich nur fahren würde, wollte ich noch nicht neue bremsen. Da, ha, ha, ha. So doll, wie du mal zum Schluss erst bremst, nutzen sich die Dinger sofort ab. Brauche ich nicht. Der ist uffmüpfig. Ja, und dann dürfen wir morgen wahrscheinlich auch noch ins Hotel gehen abends. Weil wir den Trailer wahrscheinlich erst übermorgen wieder kriegen. Sag mal, willst du eine geknallt haben? Alter Schwede. Nicht korrupt sein. Ansonsten kommt ein Bundestag. Oh, das stinkt. Was? Das stinkt. Oder hast du wieder gepupt? Nee, auf ein Bäuerchen immer. Habt ihr das gehört? Der hat ein Bäuerchen gemacht. Uah. Boah, das stinkt wirklich. Deswegen Medizin, Ari. Was gut riecht und gut schmeckt, das hilft nicht. Mhm.
Schrauben, Schrauben, Schrauben. And now the black one. Ja, die Gänse fangen auch schon wieder an. Los verkrümeln hier. Sich zu sammeln überall, großen Wiesen, Feldern. Dann werden sie bald in Süden aufbrechen. Und nach uns ankommen, das steht ja wohl mal fest. Das stimmt, wir sind schneller. Ja, so viel wie du darauf geschmiert hast. Nee, normalerweise habe ich das zu schräg gehalten, weißt du? Da kommt nichts mehr raus. Noch drinne. Tja. Kommt nur noch tröpfchenweise raus. Auf dem Minuspol ist das auch nicht ganz so schlimm. Ja. Ah. Jetzt kam wieder was. Just battery service. You have a problem with it? There's no. Batteries. One was dead. Yeah. One battery cell was dead. Oh, okay. Yeah. That's not nice. No, but happens. So, done. Done? Yep. Siehst du, die kommen trotzdem hier an und reden. Ich glaube auch nicht, dass die da was gesagt hatten. Das brauche ich noch, das brauche ich noch. Ja, ich habe keinen Dackel mehr. Also, da liegt er doch. Ja, da ist er doch. Wo meldet er sich denn nicht? Er sieht auch nichts. Schwarz auf schwarz ist nichts für Frank. Nee. So, würde so. Ich sagen. So, so. Ich gehe jetzt erstmal rein und trinke einen Schluck Malzbier. Hast du den Leuten schon mal eine neue Tasche gezeigt? Nö, ich habe den Leuten noch nicht deine neue Tasche gezeigt. Wie teuer war die? 180 oder sowas? 120. Der kauft sich nicht nur ein Radio für 1200, einbauen 600. Irgendein Zusatzteil nochmal, ich weiß nicht wie viel. Nein, er kauft sich auch eine Werkzeugtasche für $120. Ja. Und er hat keine Inner Storage zu stehen. Nein. Nein. Keine Werkzeugkisten, keine Taschen. Nothing. Leider nicht. Nein. Deswegen musst du was Neues her. Eine schicke Tasche. Professional halt. Ja, the next one, haut ab. Tschüss. Umso besser wird mein Internet. So. Bye bye. Tschüss. Gestern waren Manuel und Annika noch hier zum Grillen. Ja. So. Ist der Bellschlüssel, ja, Frank? Der für das Fahrradschloss ist der Bellschlüssel, der oben drauf liegt. Habe ich dir so hingelegt, dass du den nicht verpassen kannst. Ja, was für ein Schlüssel? Bell! Steht drauf, Bell! Ah. Gehen wir erstmal was trinken und vor allen Dingen ein bisschen aufwärmen. Ist richtig frisch geworden. Ja, ich habe im Badezimmer auch schon alles so weit weggeräumt hier. Seht ihr? Alles schon weg. Schon versperrt hier. Da habe ich auch schon alles eingeräumt. Meine Waschmaschine, die kommt dann im Schlafzimmer an der Wand, wenn wir fahren. Oh. Ja, und hier kann ich ja erst weiterräumen, wenn das Slide-Out dann drin ist. Anders geht's nicht. Oh.
So, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen aufwärmen hier drin. Was so an Papiere hier zusammenkommt für den Müll, ist unglaublich. Aber wir schmeißen das nicht in Müll. Wir geben das immer Sigi und Petra. Und die heizen ja noch richtig mit Ofen. Und ja. Ja, Gabi hat Pause. Steht immer da an dem Ding. Gabis Pause. Ja, und dann lassen wir das dann immer verbrennen. So. Jetzt wollen wir mal weitersehen. Guten Morgen. Ja, wie ihr seht, nachts wird es schon frisch. Jetzt haben wir es, also morgens 6 Uhr. Ja, ich bin jetzt hier, habe schon alles hier unten verstaut. Da ist schon alles leer. Frankie liegt noch im Bett. Ja. Dass nichts passieren kann beim Fahren. Frank muss dann noch den kleinen Ofen da oben runternehmen. Ja, so sieht's aus. Ja, aufstehen. Okay. So. Draußen ist noch duster. Und frisch. Was war jetzt denn? Da ist er ja, den du gesucht hast. Weil die wollen uns ja hier Steine hinkippen, also den... Die wollen uns Steine in den Weg legen. Er hat schon wieder ein großes Maul, ey. Die wollen uns ja hier das alles ebnen. Mit kleinen Steinchen. Und ja, Frank ist ein ganz moderner hier, ne? Designer, Jeans. Und ich denke, die Raupen, diese schwarzen Dinger hier, die nennt man Raupen. Du nennst die so? Nein, der stand drauf auf der Packung. Da steht Raupe. Nein. Da. Nein, ja, so ähnlich. Die sagen das so, Frank. Das hat unsere Nachbarin auch gesagt. Wo steht das? Da steht nicht Raupe in Deutsch drauf. Nicht mal in Englisch. Vergiss es. Vergiss es. Das sind Raupen. Wie man sieht, kann man die auseinanderschlängeln. So, und die müssten hinter das Ablassrohr. Das Ablassrohr ist das da. Das da. Und die müssten eigentlich dahinter. Warum? Damit er bis dahin Steine kippen kann. Was er nicht tun wird. Warum nicht? Weil er sich selbst seine eigenen Dinger hier nicht zubaut. Ja, das macht er nicht zu, das ist klar. Aber ein Stückchen dahin wird er bestimmt machen. Gehe ich einfach mal von aus. Ja, so wie du. So wie Frankie. Bloß er geht nicht davon aus, er weiß immer alles. Das war jetzt das Rohr vom Spülbecken drinne. Ich kann ja hier auch mal so das hier wieder ein bisschen mehr reinstecken. So.
Und jetzt können wir die Raupen hier mal wegnehmen. Weil das ja auch Sinn macht. Musst du ja nicht ganz wegnehmen. Einfach nur ein Stück rüberstellen. Mehr nicht. Ja. Genau. So, seht ihr, jetzt sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Oh, es ist ungemütlich, ehrlich. Oh, am Dienstag und Mittwochnacht kriegen wir 6 Grad. Oh, 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 oh. 6 Grad. Oh, nicht toll. So, die Dinger, die kriegen wir jetzt hier noch nicht weg, glaube ich. Doch, den kriege ich weg. Den habe ich, aber da steht er zu doll drauf. So. Ein gelbes Ding unten kriege ich nicht weg. Was? Ich habe nur ein gelbes Ding abgekriegt, hinterm Reifen. Ein so ein Stopper. So, jetzt macht er den Strom ab. Was? Warte, ich mach mal kurz aus.